Kruzifix. Intelligent Fitness Apparatus. Okay, ich gebe dem Ganzen eine 5 von 10. Ich finde das mega praktisch. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich richtig interessante Fitness-Gadgets für euch, die wir jetzt gemeinsam testen werden. Na, dann gucken wir doch mal, was haben wir denn hier Schönes? Gebrauchsanweisungen brauchen wir nicht lesen. 12 Sekunden später. Ich glaube, ich brauche doch die Gebrauchsanweisung. Wir haben hier einen Handtrainer. Das Schwarze ist härter von dem Schwierigkeitsgrad her und das hier ist weicher, anscheinend einfacher. Ah, okay, einfach nur ums Handgelenk rum. Okay, irgendwie so. Und jetzt muss ich das hier einhaken. Hätte ich auch vorher einhaken können, tatsächlich. Kruzifix. Ah ja, logisch. Wenn du das hier enger einfädelst, dann wird es umso schwieriger. Auch nochmal, ne? Mal fangen wir mit der leichtesten Stufe an, weil ich habe meinen Handrücken noch nie so wirklich intensiv trainiert. So, und hier muss ich jetzt meine Finger durchfriemeln. Irgendwie so. Aber ich glaube, das ist zu leicht eingestellt, weil ich glaube, das ist jetzt diese Trainingsbewegung. Finger Flexibility Training. Aha. Ich mache das mal hier eins weiter nach oben, damit es schwerer ist, quasi, damit ich hier auch was merke. Weil vielleicht, was ist, wenn die Finger super lang sind, dann hat man gar keinen Trainingseffekt hier. Okay. Oh, ich merke schon, seht ihr schon hier, wie die Adern rauskommen? Nicht schmarrn. Ich merke es vor allem hier. Für was braucht man das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, für was man das gut gebrauchen kann. Vielleicht ist das Ganze eben so für Kletterer oder dass man so richtig viel Griffkraft braucht. Ich gebe dem Fitness-Gadget von 1 bis 10 2. Dann nehme ich mal als nächstes das hier. Ich habe das vor ewigen Zeiten mal bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was hier wirklich drin ist. Das ist kein Fitness-Gadget! Das war das Geburtstagsgeschenk von meiner Freundin. Deswegen ist es jetzt nach Monaten angekommen. Ich habe für sie so ein Zitronenthema-Geschenk gemacht. Und das hier wäre für unser gemeinsames Picknick draußen das Zitronenthema-Geschirr gewesen. Dann nehmen wir wieder ein Fitness-Gadget. Ich habe hier Intelligent Fitness Apparatus bestellt. Was bist du? Ich glaube, das ist, was man sich um den Bauch schnallt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was ich so bestellt habe. Ich bräuchte eigentlich Bilder dazu. So sieht das gute Stück aus. Es kommt mit einer Sprayflasche. Und einem Ladegerät und einer Fernbedienung. Und hier steht, entfernen Sie den Wirt. Entfernen Sie den Wirt, habe ich jetzt hier irgendwie so ein Virusbakterium bestellt. Es ist mit Wasser und was Elektrischem. Also ich glaube, ich kriege jetzt einen Stromschlag verpasst. Immer hier feststecken. Etwas sauberes Wasser auf die Silikonunterlage spritzen. Oh, leck mich am Arsch, kriege ich jetzt einen Stromschlag. Dann drittens, Wirts Körper auf das Massagepflaster setzen. Bringen Sie das Massagepflaster am Körper an. Also den Wirt da vorne, den habe ich schon befestigt hier. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst, was jetzt hier passiert. Es kribbelt. Es kribbelt. Das ist wirklich Strom. Das pulsiert, das ist meine Bauchmuskeln. Das ist ja voll ekelhaft. Das ist so, als ob jemand so gegen den Bauch trommelt, aber gleichzeitig so, die Bauchmuskel irgendwie so kneift. Wie viel gibt es denn überhaupt? Es gibt 15, ich bin bei 5. Nee, es geht nicht mehr. Es geht. Aus den Stromschlägen, dass man die so leicht sich selbst geben kann. Das ist aber Körperverletzung. Wer kann denn hier 15 machen? Sag ich, probier's nochmal aus. Ja, oh, was ist das für eine Scheiße? Ich hätte es nicht mehr ausgehalten. Dieser Gürtel, ja,
dafür, dass es alles hier auch, was ich bestellt habe, nicht so teuer war, bis auf das hier, das weiß ich noch. Krass, dass man sich einfach so einfach mal stabile hier Stromschläge einfach mal durchschießt. Aber es hat sich wirklich total verkrampft. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man das über eine gewisse Zeit macht, dass man wirklich Bauchmuskelkater davon kriegen kann, weil es sich die ganze Zeit so verkrampft. Halt nur hier oben. Ich weiß nicht, ob man das auch woanders ansetzen könnte. Aber tatsächlich, weil es eben so funktioniert hat auf Anhieb und so einfach zu bedienen ist, würde ich tatsächlich dem eine 8 von 10 geben. Okay, das war jetzt echt heftig. Ich brauche jetzt irgendwas Harmloseres. Und deswegen testen wir jetzt gemeinsam als nächstes das Shake Weight. Da gibt es eine ganz interessante South Park-Folge dazu, falls ihr sie kennt. Ich finde es mega. Ich dachte mir, ich muss das unbedingt ausprobieren. Die ist relativ schwer. Das wird... Das berühmte Shake Weight. Oh, da gibt es sogar eine CD dazu. Da gibt es eine CD, ob da coole Workouts drauf sind. Ich denke schon. Mhm. Man kann das Double Hand machen, Single Hand, Side to Side oder Behind the Head. Ne? Wie fange ich das an? Ach, das ist gar nicht elektrisch. Das muss ich selber machen, oder was? Ich dachte, das fängt jetzt hier zum... Da ist eine Masche Dings drin. Muss ich das jetzt machen? Tim's Blick! Dafür habe ich so viel Geld ausgegeben, dass du das selber schütteln musst. Ich dachte, man muss irgendwie dagegen halten, weil da irgendwie so ein... Also machen wir als erstes mal Double Hand Front, so wie es hier die schöne raus... Okay, wirklich, es ist sehr anstrengend, muss ich schon sagen. Single Hand, Side to Side. Wie soll das gehen? Wie Side to Side? Side to Side, mit beiden Händen so. Das ist richtig bescheuert. Oder hinter dem Kopf. Also bitte. Leute, ich bin enttäuscht. Also, warum mein Hantel jetzt schütteln muss, ist mir ein Rätsel. Und es sieht halt auch noch sehr speziell aus. Also ich gebe diesem Shake Weight gebe ich eine 1 von 10. Also dass man vielleicht sowas zu Hause hat oder dass der Hund damit spielen kann, top. Okay, nächstes Fitness-Gadget. Dafür muss ich mich hinstellen und man kann schon so grob erahnen, was es ist. Oh nee, lauter Einzelteile. Ich baue es mal schnell zusammen. Und dann das hier mit dem zumachen. Okay. Okay, jetzt muss ich das Gewicht hier dran machen. Also es ist ein Hula-Reifen mit extra Gewicht und ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich zum letzten Mal Hula-Hoop gemacht habe. Ist aber lang. Wie fange ich da überhaupt an? Muss ich das schmeißen? Moment mal. Ah! Geil! Geil! Das funktioniert! Nice! Ist schon witzig, ist halt super laut. Wenn man das oft macht, dann bist du auch wie so eine Taille-Massage mit dabei. Und es funktioniert, sage ich jetzt mal, wenn man das öfter macht. Why not? Ich gebe dem Ganzen eine 5 und 10. 6 und 10. Oh, okay. Okay, als nächstes habe ich hier ein Liegestützebrett. Das fand ich auch sehr spannend. Multifunktions-Push-Up-Board. Kann man wahrscheinlich noch andere Sachen im Stehen auch damit machen. Ah ja, das ist das Board. Sieht aber relativ klein aus. Das Ganze sieht so aus. Da sieht man auch dann, es wird so gekennzeichnet quasi. Welche Farbe was beansprucht. Wir haben hier Rot für Schultern, dann Gelb für Rücken, dieses Hellblau-Türkis für Brust. Fangen wir mal mit den Griffen an, die kann man jetzt hier einfach reinstecken. Mit was fangen wir an? Machen wir hier hellblau für Brust. Machen wir diese schräge Variante hier. Rücken. Trizeps. Machen wir so, sehen wir diese Diamond Push-Up. Hm, nice. Voll geil. Und dann haben wir noch Schultern. Oh, das fühlt sich ungesund an. Obwohl geht. Okay, cool, gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt haben wir neben den Griffen, wo man halt eben 1000 verschiedene Möglichkeiten hat, haben wir jetzt hier auch nochmal Bänder.
die man hier einhakt. Genau, jetzt kann man sich hier draufstellen und so Seitheben machen. Aber an sich eigentlich Bizeps eine coole Idee, auf jeden Fall. Wenn man das richtig eng macht, kann man hier auch, könnte man hier auch noch Kniebeugen machen, Frontheben. Ne, ich finde das mega praktisch. Dem gebe ich schon eine 8 von 10. Schon ein cooles Fitness-Gadget. Als nächstes habe ich Exercise Dice. Die fand ich irgendwie ganz witzig. Das sind Workout-Würfel. Auf dem einen stehen Übungen drauf. Wir haben hier Push-Ups, Crunches, Jumping Jacks, Walking Lunges, Squats, das Logo. Genau. Und dann, cool, wie viele Sekunden man das machen soll. Dann kann man sich sein Workout erwürfeln. Machen wir erstmal die Übung. Soll ich einfach hier drauf würfeln? Crunches. Ach, jetzt komm. Wieso bleibt der nicht auf dem Tisch? Also, ich... 20. 20 Reps, nicht Sekunden. 20 Crunches. Oh, jetzt habe ich meine Zehen gequetscht. Okay, ah, okay. Eins. Zwei, okay. Jumping Jacks. Oh, 90 Sekunden, okay. Okay, an sich eine richtig süße Idee, finde ich. Die kann man doch einfach in die Handtasche schmeißen, dann für draußen zum Beispiel mitnehmen und mit Freunden dann quasi immer so sein komplettes Workout erwürfeln. Ich würde schon sagen, das ist, weil es so einfach simpel ist und so easy und so nett, 9 von 10. Und dann kommen wir auch zum letzten Gadget und zwar Hand-Eye Coordination Training Ball. Ich war genauso verwirrt wie ihr, wo ich das gesehen und gehört habe. So, es gibt hier 4 verschiedenfarbige Bälle für die ganze Familie quasi. Und das Ding ist, genau, man hat ja auch verschiedene Kopfbänder. Gummischnüre und ist, glaube ich, ein Box-Trainingsspiel. Ziehen Sie das Stirnband an und beginnen Sie leicht auf den Ball zu klopfen. Schlagen Sie den Ball am Anfang nicht so hart. Kann mir doch vorstellen, wenn du so richtig fest drauf bolzt und der Ball so zurückschnallst, das kann schon. Ah, okay. Schlagen Sie den Ball am Anfang nicht so hart. Einfach. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn man gerne boxt und möchte zu Hause so ein bisschen einfach irgendwie üben, macht das bestimmt Spaß, vor allem wenn man es drauf hat. Ich glaube, da kann man sich stundenlang beschäftigen. Aber ja, also für mich wäre es jetzt nichts. Also ich glaube, ich würde es 5 von 10 geben. Ja, das waren jetzt diese Fitness-Gadgets. Was soll ich sagen? Ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben, welches ihr am lustigsten fandet, am blödsten, welches ihr euch vielleicht auch für zu Hause sogar holen wollen würdet. Also gehen wir mal ganz kurz schnell durch. Also von dem bin ich am allermeisten enttäuscht, weil dafür, dass es ihr so viel gekostet hat, dachte ich mir, dass da ein Motor drin ist. Und es sieht einfach nur strange aus, seien wir mal ehrlich. Dann die Würfel finde ich echt ganz cute. Dann von dem Gürtel bin ich am allermeisten von diesem Wasting überrascht, von dem Intensität des Stroms. Dann Hand-Ding-Koordination, why not? Hier Handtrainer, vielleicht für Kletterer, keine Ahnung. Dann hier der Hula-Hoop-Reifen mit extra Gewicht. Fand ich irgendwie auch ganz nice eigentlich. Ist halt nur ein bisschen laut. Und das hier fand ich auch nochmal richtig cool, weil man fühlt sich hier stabil. Man kann viel mit diesem Brett anfangen und man kann es so zusammenklappen und aufräumen und verstauen. Ich finde das echt richtig nice. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr gelacht habt oder ihr vielleicht Inspo für euch zu Hause gefunden habt, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr könnt kostenlos den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns auch hoffentlich fit und munter nächste Woche wieder. Tschüssi!